Okay, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill 3. Jetzt will ich gerade natürlich mal schauen, wo hatte ich eigentlich aufgehört. Genau, hier war der Speicherraum und es war jetzt ein direkter Weg wieder da, um wieder dahin zurückzukehren, wo ich überhaupt zurückkehren hin wollte. Geh jetzt auch hier rein. Dahin wäre es aber ein bisschen direkter, aber ist ja eigentlich auch scheißegal. So, genau, wir haben ja beim letzten Mal schon die Tür da geöffnet, haben uns da schon mal kurz reingeschaut. Nach dem Motto, hi, juju, da haben wir was fürs nächste Mal. Ach, toll, toll, toll. Na, was geht? Pyramid Head für Arme. So, ja genau, jetzt bin ich in diesem komischen... Achso, ich habe wieder was vergessen, fällt mir gerade mal auf, ne? Das, was ich immer vergesse hier. Plump. So, minimal besserer Kontrast. So. Flum. Genau. Das ist neu hier. Hi. Ist ein riesiges Loch. Okay. Oder geht's sogar rein? Weil diese Ladescreens immer. Sorry, dass ich mal wieder schauen muss. Tipp, 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 tipp. Da war definitiv nichts. Okay. Ich habe ein Spülmittel. Okay. Ist es das gleiche? Nee, das andere war ja so ein Kloreinigungsmittel, ne? Genau, Reinigungsmittel, Spülmittel. Ha! Naja, für irgendwas werden wir es wohl schon gebrauchen können, I guess. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Bin ich jetzt wieder irgendwo? Ah, Mann, nee, ich wollte mich da doch oben auch erstmal irgendwie weiter umschauen. Ach, ist das alles anstrengend. Ist das alles anstrengend, sage ich euch. Zum Glück müsst ihr nicht spielen, sondern nur ich, ne? Aha. Hallo, Ventilator. Keine Ahnung, was da für ein Schalter ist, aber er ist auf ein. Oh oh. Vielleicht war das ein Fehler. Klock. Ich verpiss mich einfach. Passt schon, ne? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Weiß nicht, ob ich hier irgendwie immer die richtigen oder die falschen Wege gehe. Okay. die Toiletten. Ach ne, sind eh von der anderen Seite aus begehbar. Da ist eh dicht, scheinbar. Ich verstehe. Irgendeinen Sinn wird das noch haben. Na dann. Weiter gehe ich nicht. Es ist unheimlich und gefährlich. Es muss eine Möglichkeit geben. Ich kann sie doch nicht eine nach dem anderen erstechen. Etwas Insektengift wäre der Clou. Danke für die Lösung. Nicht für Geschirr, sondern fürs Bad. Ja, vielleicht so. Ah, guck mal. Bin ich gerade gestorben? Fast auf jeden Fall. Oh, Junge. Okay, ich glaube, ich will eigentlich nicht unbedingt sterben. Ich gehe besser nicht in diesen Flur. Ja, genau. Der Vedale läuft nicht, also ist wohl noch Giftgas in der Luft. Bring mich jetzt selbst um, weil ich es gerade hier rein befördere irgendwie. Okay, jetzt wird es aber nur irgendwie rausgedingst. Schön, ich habe ein Rätsel gelöst. Ich bin so klug und das auch direkt. Ich bin so gut einfach. Wow. Naja.
Gehirne. Das ist Kapotski. Schloss ist nicht Kapotski. Hallöchen. Haha. Was zum Knallen? Gefällt mir. Ich habe getrocknetes Rindfleisch. Habe ich schon mal was von gefunden, ne? Ich glaube, das ist eher so ein Verbrauchs-Item wahrscheinlich. Habe ich gar nicht genau eigentlich geguckt, was es überhaupt ist. Entschuldigung. Immer noch leicht am Kränkeln tatsächlich. Seit der letzten Aufnahme. Ich glaube, ich klinge nicht mehr so nasal. Glaube ich zumindest. Aber ja, der Husten ist tatsächlich immer noch ein bisschen da. Also ja, irgendwie kann mich nicht erinnern, weil ich zuletzt so lange mal krank war. Wobei ich auch jetzt sagen würde, ich bin nicht richtig krank gewesen, aber ja. Hi. Ach. Hier gibt es so viele Türen, viele Türen. Ja, ja, wo ich jetzt überall lang gelaufen bin, ha? Huh? Sorry. Ich kann nicht Gebiete unbearbeitet lassen. Ey. Du machst ja eigentlich nichts. Ich wollte gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas rumliegt oder so. Direkt daneben. Ja, war dicht. Das war klar. Aber da ging es ja auch noch weiter. Da war ich das jetzt? Ne, genau. Hier war ich noch nicht. Okay. Hier geht's bestimmt rein. Glück gehabt. Jede Tür, die nicht aufgeht, gefällt mir. Hallo. Warum ist das hier? Das ist kein Krankenhaus. Hatten wir auch schon mal und hier ist einfach Schicht im Schacht. Alles klar. Der Klassiker. Oh Mann. Na gut, jetzt sind wir auf jeden Fall da immer über lang gelaufen. Eine Tür habe ich da unten jetzt nicht bearbeitet. Ich gucke gleich nochmal nach. Da unten noch eine nicht. Scheiße. In den großen Raum in der Mitte, aber da wird es wahrscheinlich nicht reingehen. Ja. Ja. Ja, 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 komm. Ich kehre zurück. Achso. Da unten war es jetzt. Hier. Ja. Wichtig. Moin. So, jetzt sind wir ja wieder in dem großen Main Room eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Hier ist einfach die Welt mal wieder vorbei, man kennt's. Oh, diese Soundkulisse, ey, die ist echt anders. Nicht von dieser Welt, möchte ich sagen. Ah, wo bist du denn her? Kann ja wohl nicht angehen. Da ist irgendwas, was mir nicht gefällt. Moment. Da ich glaube ich am Verrecken bin. Na, naja, geht so, ne? Mmh. Oh, ich bin wieder blau. Ist blau gut? Yeah, was ist das? Giddy, giddy, giddy. Hallo? Hey, das ist alles ein Durcheinander hier, ey. Das ist ja wirklich sondergleichen, du. Ungeheuerlich. Die Form eines Menschen. Das ist wahr tatsächlich, ja. Oh. Kann blutig sein worden sein. Ich wette, das ist so ein verfluchtes Symbol. Kein Wunder, dass mir der Kopf wehtut und ich mich schlecht fühle, wenn ich es ansehe. Busch. Oh, mir tut auch immer der Kopf weh, wenn ich da so, wenn es da so rein wuscht. Sportgeschäft. Aha. Hätte ich auf jeden Fall auch als das identifiziert. Ist ja klar, erkennt man ja. Ganz eindeutig. Gut. Ist so der Speicherraum. Oh, Moment. Die Kamera war so. Was ist das?
Ja. Hier ist eine Art Schraubstock. Das ist ja schön. Nimm's doch einfach mit. Wie wär's damit? Ich zwing dich nicht. Hä? Walnuss. Ich habe jetzt auch sowieso gar nichts mehr, ne? Außer der Walnuss. Das ist eine ziemlich große Walnuss aus der Auslage des Juweliers. Vielleicht irgendwas, womit ich ihn quasi so anheben kann, dachte ich kurz, aber keine Ahnung. Warum kann ich das Ding nicht einfach hochheben? Fesseln. Ja. Sportgeschäft halt, ne? Geh weg. Ah, ach so, ah, die wäre von der anderen Tür dicht gewesen. Von der anderen Tür, genau. Von der anderen Richtung aus. Sind wir wieder im großen Raum in der Mitte, ne? Mit dem, genau. Genau, das meinte ich doch. Ja. Schön. Dann hier, wo ich auch eben die Geräusche gehört habe, genau. Das ist das, wo ich quasi gerade reingelaufen bin, ne? Also, wo ich den großen Run gestartet, meine Nase juckt. Ah! Mir geht's gut. Falsche Taste. Ja, genau. Ja, ne? Oben links wird wohl auch nichts sein, gehe ich mal von aus. Ich werde darüber jetzt einfach mal den Rückweg machen. Ist ein bisschen, ja. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen anstrengend, dass ich jetzt da nicht genau sehe, wo ich bin. Sind das eigentlich Türen hier? Nein. Ja, hier ist irgendwie dicht, ne? Ja. Gut. Gut. Ah, wo geht's jetzt weiter? Die Schraubzwinge, ist sie irgendwie das Einzige, was mir irgendwie weiterhilft, habe ich das Gefühl. Die Geräusche, ey. Ich glaube, ich werde gerade kaputt gemacht, während ich hier die Map mir angucke. Hier ist ja. Ach so. Hier war immer noch der Speicherraum. Was willst du, Schraubzwinge? Ich will dich haben. Kann nicht wahr sein. Komische Angelegenheit. Ja, ne, dann hört es irgendwie auch gerade schon wieder auf. Mann, ey. Ach nee, warte mal, da unten ist ja noch theoretisch die. Na, warte mal, warte mal. Kann man da überhaupt hin? Da kann man gar nicht hin. Warum nicht? Was ist das für ein Viech, ey? Von mir auch nicht, ne? Nee. Uah, nein, zurück! Aua. Das war dumm, dass ich da reingelaufen bin. Geh weg von mir! Ja, keine Ahnung. Wird auch irgendwie nicht auf der Karte markiert, aber die habe ich beide mir angeguckt.
Das ist ja irgendwie jetzt schon wieder scheiße hier. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir da noch das Rätsel haben. Aber wie soll ich das lösen? Bin nicht überzeugt. ja. Eine Tür, ach so. Die nicht gecheckt, aber Thema ist eh durch. Da kann man ja auch nicht durch, ne? Die Tür ist fest zu, sie bewegt sich keinen Millimeter. was? Wer weiß, wie. Was da noch drin ist, ja. Ich wäre schon mal froh, dass ich dieses Rätsel irgendwie lösen konnte, dass ich da so durch konnte, aber hey. Was jetzt? Ach man, ey. Warum ist das in dem Spiel immer so, ey? Kommst halt aber kaum weiter. Meine. Ah. Sag jetzt nicht meine Tür da. Ich hab keine Ahnung schon wieder, wo es weitergeht. La la la. Kann doch nicht wahr sein, ey. Hörne. Geh jetzt mal zu diesem Rätsel da oben. Ich guck mir das nochmal genauer an. Aber mehr kann ich irgendwie auch gar nicht wirklich machen, ehrlicherweise. Muss ich halt hier mal eben die Viecher platt machen. Weiß nicht, ob ich das überhaupt platt kriege. Da war ja überall nichts, ne, wenn man da so in der Ecke war. Nee. So, was ist das hier? Ist abgeschlossen. Auf der Tür ist ein rotes, sichelförmiges Zeichen und eine runde Vertiefung. Etwas in derselben roten Farbe geschrieben. Häufe an 300 Tagen und Nächte von jenseits der Tür Schmerzensschreie hallen. Und die Bestimmung ist wahr geworden, obgleich ohne gesegneten Anfang. Gar kein, also wirklich gar kein Ball. Was das mir jetzt wieder sagen soll.
Hat auch mal geprüft. Ja, keine Ahnung, muss ich jetzt leider echt schon wieder nachschauen. Das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, ehrlicherweise. So, warte mal, da kann man sogar rein, aber... Da war auch nichts, ne? Ach, da war dieser Schlüssel, der da im... Ja. Den konnten wir auch benutzen, ne? Ja. Keine Ahnung. Muss ich leider schon wieder nachschauen. Danke auf jeden Fall fürs dabei sein. Trotz allem. Es nervt mich ein bisschen. Und wir müssen die Treppe nochmal einen Schritt weiter nach unten laufen, ne? Da komme ich ja auch nirgendwo hin, so wirklich. To Subway. Vielleicht will ich ja dahin. Gucken wir mal, was da passiert. Ach, Mann. Ach, da ist einfach gar nichts. Doch, da ist was. Ja, aber hier hört's auf, ne? Toll. Da drüben wahrscheinlich auch. Okay, ist auch markiert, danke. Ja, keine Ahnung. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, ne? Ugh. Tschö.